Hey Leute, was geht ab? Willkommen in meinem Kanal. Heute mache ich bei uns auf dem Balkon ein bisschen Schatten. Viel Spaß bei dem Video. Ich muss hier halt ein bisschen aufpassen, dass hier an das schöne Geländer nicht zu viel drankommt. Scheint etwas hart zu sein. War doch nicht hart. Der Bohrer war einfach Schrott. Das wird auf jeden Fall eine Konstruktion, die es so noch nicht gibt. Ja. Raphael, mach ich alles richtig? Ja. Ja, ich mach alles richtig. Dann kann ja nichts mehr schief gehen. Formschlüssig verbunden. Jetzt nur noch hier diese Ösen dran und dann sind wir unten mit der Konstruktion fertig. Jetzt schraube ich nur noch diese Winkel an meine Dachsparren und dann kann ich das Sonnensegel aufhängen. Bevor jetzt irgendein Klugscheißer sagt, so macht man das nicht, mir ist das klar, dass man das nicht so macht. Eigentlich macht man aber auch keinen Bauzaun an seinem Balkon als Geländer. Mit anderen Worten, mir ist ganz egal, was man so macht. Ich mache hier die Winkel dran, Noah. Der erste Winkel ist montiert, aber der zweite wird ein bisschen gefährlicher. Jetzt sind alle Ösen dran hier und jetzt können wir uns einen Plan ausdenken, wie wir das Tuch aufhängen können. Ich habe mir gedacht, dass ich an der Geländerseite kurze Nylonseile festmache und an den Sparrenseiten lange Nylonseile, damit ich das Tuch auch, wenn es mal stürmt oder sowas, abhängen kann, sonst zerfetzt das halt meine ganze Konstruktion da. Was machst du denn da, Junge? Was, das ist Schrank genommen. Das ist für das Beten. Ich weiß nicht, ob dich das hält. Ab, runter mit dir, Junge. Was hat er gemacht? Du wirst auf dem Video sehen. Hammer, ey, ohne Quatsch. Kiddies, ihr seid zu krass, ehrlich. Ja, so ist das. Egal, weiter geht's. Nimm mal beide Seiten in die Hand und zieh mal. Okay. Jo. Ja, noch ein. Ja. Hau dir ein paar Gummibärchen rein. Das bleibt die Kamera stehen. Ich weiß es nicht. Besser als früher.
Yeah, das ist tausendmal besser als früher. Das ist echt im Prinzip ist das perfekt. Guck mal, so ein Gehirnfurz, Nastja, ne? Und so gut ist das geworden. Mann. Ey, das ist wirklich übelst cool. Ja. Guck mal, Nastja, überall Schatten. Das ist perfekt, ohne Quatsch. Das passt hier perfekt hin. Mach hier noch so eine Öse rein. Wisst ihr, was das größte Problem ist jetzt? Dass der Raphael am Pennen ist und wenn ich jetzt hier bohre, kriegt er wieder Paranoia ohne Ende. Ja, ja. Deswegen, ich hänge das einmal auf, dann mache ich das dran und dann... Willst du mal gucken? Da draußen, was ich da gezaubert habe. Da, guck mal, von hier sieht wunderbar aus, oder? Ja. Sehr cool. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist halt da oben. Ja, aber für ganz kurz hier jetzt einmal einen Gehirnfurz, ne? Da habe ich das doch eigentlich ganz gut hinbekommen. Klar, voll gut. Ja. Und wir haben Schatten, darum ging es mir. Ich denke, wenn die Bude mal fertig ist, dann rechne ich das alles noch ein bisschen genauer aus, weil die Größe von dem Tuch ist perfekt, oder nicht? Ja. Die ist perfekt, ohne Quatsch. Da oben, diese Ösen müssen halt noch ein bisschen weiter darüber und darüber. Weiter weißt du? Auseinander, ne? Ja, genau. Das ist das Problem. Ja, deswegen wabbelt das da oben so rum. Ist doch egal. Ja genau, ist doch egal, alles egal, Mann. Wir haben die Bude nicht verputzt, dann wird das ja wohl mal komplett egal sein. Ja Leute, auf jeden Fall war es das jetzt erstmal von dem Sonnensegel befestigen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen da, abonniert meinen Kanal. Peace Leute, bis dann, macht's gut und seid fleißig.